Ja, hey Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator. Ich wollte gerade schon Landwirtschaftssimulator sagen, wo bin ich denn? Ja, wir spielen heute wieder den ETS. Und ja, erstmal machen wir mal schnell eine Ruhepause, weil mein Bett oben, das seht ihr jetzt gerade das erste Mal. Oh, ich habe den. Wenn es aufhört zu piepen, gehe ich davon aus, dass der Rückwärtsgang raus ist. So, soweit denke ich einfach mal, dass es normal wäre. Hier ist es natürlich nicht so. Sehr gut. Wir pennen erstmal eine Runde. So, und jetzt geht's weiter. Ja, ich habe mir heute ein kleines Thema rausgesucht. Und zwar, ja, das Ding ist, also ich war eben so auf der Bild.de, weil man sucht sich, bevor man so ein Spiel wie den ETS spielt, immer ein Thema raus. Weil wenn ich das nicht mache, das ist so, ja, hi Leute, wir spielen heute den ETS, aber wir biegen hier jetzt mal ab. Und da ist eine rote Ampel und ja. Über was ich reden will, weiß ich jetzt heute noch nicht. Also, ja, das war ganz witzig. Ich war heute, war ich bei Edeka und da habe ich mir dann einen Energy Drink gekauft. Und da wurde ich dann an der Kasse gefragt, ob ich wirklich schon 12 bin. Das war halt schon ganz witzig. Aber ich bin ja schon 12, bin jetzt ja schon 13. Und, ja. Gut, das war's jetzt auch so mit meinem Thema. Wir fahren hier jetzt mal und also ihr wisst, was ich meine. Bevor man so ein Spiel spielt wie ein ETS, wie den Euro, wie ein ETS, wie ein Euro Truck Simulator, SKW, wie ein ETS, wie ein Landwirtschaftssimulator oder sowas, sucht man sich ein Thema raus, über das man ein bisschen quatschen kann. Denn ja, das macht man, weil sonst wie gesagt wird's langweilig. Ich muss über irgendwas reden und muss hier die Zeit, in der ich eigentlich nur rumfahre, so ein bisschen überbrücken. In einem Story-Spiel wie Outlast oder Sniper Ghost Warrior oder so ist das scheißegal, weil da hat man ja eine Story. In Spielen wie Counter-Strike, LOL oder so ist es auch scheißegal, weil da hat man ja das Spiel, auf das man sich einlassen kann. So, Moment, wir nehmen erstmal hier einen Auftrag an. 12 Tonnen Druckbehälter für 7800, 29 Kilometer. Nach Amsterdam. Das nehmen wir mal an. Das machen wir mal. So. Also jedenfalls, wie gesagt, man sucht sich ein Thema raus, um das Ganze ein bisschen, ja, damit man was hat zum Quatschen. Bestenfalls schreibt man sich noch ein paar Stichwörter auf oder sowas. Bei mir geht das eigentlich immer so ein bisschen von selber. Also wenn ich anfange, über ein Thema zu quatschen, dann labere ich mich da fest und rede halt einfach weiter. Und dann, was weiß ich, wiederhole ich mich ein paar Mal oder so. Aber ich habe was zum Quatschen halt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie irgendwann so, ja, jetzt habe ich meine drei Stichpunkte hier abgearbeitet, meine Maus klemmt fest, da habe ich meine drei Stichpunkte abgearbeitet und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also wenn ich ein Thema anfange, habe ich immer was zum Labern. Und ja, jedenfalls war ich gerade auf der Seite von der Bild. Erstmal musste ich meinen Adblock deinstallieren, also nicht deinstallieren, also ausschalten. Ja, weil die Bild finanziert sich damit ja, kostet ja nicht schon genug die Scheißzeitung, in der eh nur Müll steht. Ja, jedenfalls habe ich da meinen Adblock auf der Seite ausgeschaltet, kam erst mit eine schöne knackige Porno-Werbung rein. So gefällt mir das auf jeden Fall. Ja, dann habe ich die Porno-Werbung geskippt und habe mir gedacht, gut, ja, ist die Bild, was erwartet man? Habe ich überlegt, über was rede ich jetzt mal? Rote Ampel, fick dich. Ich mag dich nicht, du Ampel. Habe ich mir überlegt, ja, über was rede ich jetzt mal? Weil es ist immer so ein Thema. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man auf YouTube einfach nicht ansprechen, weil es da zu viele Meinungen gibt. Zum Beispiel könnte ich niemals über Sport reden, welche zum Beispiel, was weiß ich, FC Bayern feier oder so. Könnte ich nie jetzt, yo, FC Bayern, mega geiles Game gestern, haben die richtig gut gespielt. Ich meine, ich gucke keinen Fußball, aber das könnte ich halt nicht machen, weil es gibt dann Leute, die sagen, was weiß ich, ich mag Hertha, was weiß ich, oder sonst wen, oder Köln, oder wie auch immer, die ganzen Scheißvereine, ich mag den HSV von mir aus. Und Bayern ist scheiße und deswegen hasse ich dich jetzt. So, das kann man nicht machen. Genauso wenig kann ich Politik ansprechen, weil ich habe ja eine eigene Meinung dazu. Und man kann Politik ansprechen, wenn man viel Ahnung davon hat, also beziehungsweise wenn man sich damit darüber informiert. Und dann muss man auch aufpassen, was man sagt. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, was weiß ich, Angela Merkel ist doof. Gut, und dann kommt jemand und sagt, ich finde Angela Merkel eigentlich voll super und so. Und ja, so gibt es eigentlich nur Streit, deswegen muss man so manche Themen meiden. Und deswegen ist die Themenwahl immer so eine Sache. Ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, pff, wo gucken wir mal im Thema Stars, oder? Habe ich gedacht, ist immer eine gute Sache. Ich meine, die ganze Zeit über irgendeine Scheiße ablästern ist dann auch irgendwann langweilig. Habe ich gedacht, gut, gucke ich mal bei Stars. Vielleicht war da ja mal was Interessantes oder so. Ich habe so die Seite von Stars geöffnet und was gucken wir da in die Fresse? Erstmal die Wolny-Mutti da, Alter, und dann als Überschrift hat Mama Wolny was mit einem super Punk-Rockstar. Mit irgendeinem krassen Rockstar, Punk-Rockstar, hat die wohl was angefangen. Ja, ich habe mich da ein bisschen reingelesen
Weil das muss man halt so machen. Ich meine, Überschrift reicht nicht. Gut, eigentlich habe ich die Überschrift schon genug gesagt. Ich habe mir gedacht, gut, liest du mal weiter, könnte ja vielleicht ganz interessant werden. Habe weitergelesen und im ersten Satz stand dann, was hat die Fernsehvorzeigemutti mit dem Punk? So, und da ist mir schon mal aufgefallen, Fernsehvorzeigemutti. Vorzeigemutti. Ich sag's einfach nochmal, Vorzeigemutti. Die Bild will mir also erzählen, dass Mama Wolny eine Vorzeigemutti ist. Gut, Erfahrungen im Kinderkriegen hat sie. Ich meine, die 20 Kinder, die sie sich da schon angeschleppt hat, ne? Ich meine, nicht schlecht. Vielleicht ist sie, theoretisch wäre sie vielleicht auch eine gute Mutter, aber ja, bei so 10 Kindern ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich meine, nichts gegen große Familien, das kann man alles unter einen Hut bringen. Jetzt ist sie auch noch alleinerziehend oder beziehungsweise war sie es ja, bis sie jetzt diesen Punk-Mongo da gevögelt hat. Aber, ja gut, ne? Jedenfalls, ich habe mir schon mal so ein bisschen die Frau angeguckt, habe auch schon mal Fernsehen geguckt, war ein Fehler, RTL-Scheiße halt, ne? Kennt man ja. Jedenfalls, ja, ging es in der Folge darum, dass sie ihren Kindern oder ihrer Tochter da beibringen wollte, wie man verhütet. Mama Wolny wollte ihren Kindern beibringen, wie man verhütet. Wenn meine Mama mir beibringt, wie man verhütet, die hat 2 Kinder, mich und meine Schwester. Mama Wolny allerdings hat 20 Kinder. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Wir können jetzt einfach nachziehen. Jeremy Pascal, wie auch immer die alle heißen. Versucht er gerade mich zu überholen, Alter? Chantal, du bist auch mal gut hier, ne? Ist das Ladungssicherung da hinten? Und bestimmt zu schwer, das Teil, ne? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, jedenfalls fand ich das schon mal ganz lustig. Ja, sie weiß natürlich sehr gut, wie man verhütet, je nachdem, also jedoch hat, was laber ich, jedoch wahrscheinlich. Sie hat auf jeden Fall ihrer Tochter dann mal gezeigt, wie man so ein Kondom über eine Banane zieht. Und ihr Gangsterfreund saß auch daneben, der sah so ein bisschen aus, als wenn er gerade aus den 80er Jahren gerade hierher kommt, weil so ein, was weiß ich, Fußball-T-Shirt, so ein Trikot bis zu den Knien, auf jeden Fall ein fresher Boy. Ja, ich habe dann mir einfach mal kurz auf dem Bild überlegt, was denn gerade bei denen abgeht, denn unter Stars würde ich Mama Wolny jetzt nicht einordnen, denn ja, also was bringt uns das bei? Wenn man Star werden will, fickt man einfach einen Typen durch, zeugt 15 Kinder und geht dann zur RTL. Dann seid ihr Stars, Jungs. Also easy. Ich werde jetzt auch Star. Ja, 15 Kinder und dann ab zur RTL. Easy. Ja, jedenfalls habe ich da mal wieder gesehen, dass die Bild eigentlich nur Scheißthemen aufgreift und ja, auf der Bild nach einem Thema suchen kann man einfach vergessen. Das ist so die RTL in der Zeitschrift. Ich meine, ich habe nie erwartet, dass die Bild super geile Themen jetzt raushaut, aber Alter, so ein Müll, das ist mir doch scheißegal, mit wem die alte Wolny poppt, Mann. Und wenn die, was weiß ich, Putin fickt oder so, es juckt mich ein Scheiß. Und ich finde auch, dass so Sachen einfach nicht ins Internet oder beziehungsweise in die Medien gehören. Weil selbst wenn die Alte jetzt den Punkstar da durchknallt, ne? Ist mir scheißegal. Und es geht halt auch keinen anderen was an. Wenn ich jetzt, was weiß ich, meine Nachbarin fick oder so, das geht auch keinem was an. Das ist, ich finde, so manche Themen gehören einfach nicht in die Zeitung. So private Scheiße. Es geht niemandem was an. Und dann sieht man mal wieder, was für eine krasse Zeitung die Bild ist. Weil dann suchen die sich nicht mal jemanden raus, für den man sagen könnte, scheiße, das ist ja wirklich, oh, der mit dem und so. Ja, ist mir sowas, vor allem da war irgendwie so ein Punk-Star, der kam mir irgendwie bekannt vor, die haben nicht mal einen Namen dahin geschrieben. Ich wusste nicht mal, wer das ist, ich kannte nur die Wolny, weil ist halt RTL, na, das kennt man ja. Aber, ey, das ist so wieder so ein Thema, was weiß ich, die Redaktion dachte sich so, was machen wir heute, die Wolny ja mit irgendeinem Punk-Star gefickt, oder? Nice, das nehmen wir als Thema. Das ist so, also, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht findet man da ein gutes Thema, weil ich gucke, also ein Thema finden, wie gesagt, nicht allzu einfach, über das man quatschen kann. Meistens ist es dann, wenn man irgendwie sich neue Hardware kauft oder sowas, oder neues Spiel kann man viel drüber reden, oder was weiß ich, wenn was Krasses im Internet passiert ist. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, was so mit auch im Real Life passiert ist, wenn da was Lustiges oder Interessantes passiert ist. Über sowas kann man natürlich gut quatschen, aber ja, so viel Real Life habe ich nicht, ne? Und ja, deswegen ist Thema finden immer nicht so das Einfachste.
gelegentlich passiert da mal was, worüber man reden kann, aber oft ist es halt so, dass man ein Thema braucht und ich war da gerne mal auf der Seite von der Bild, weil, keine Ahnung, das ist halt eine Zeitung und man... Ich setz auf, es ist nicht wahr. Das ist halt nicht wahr. Setz mal nochmal zurück, aber weiter rum konnte ich doch hier gar nicht. Guck mal, dann hänge ich doch hier an der Scheiß... Ja, mit drin, so, dann fahren wir hier irgendwie schon Grünstreifen. So. Ja. Trucker Klaus ist back am Start, Alter. Easy. Ja, nee, jedenfalls, ich bin da gerne auf der Seite von der Bild, weil, keine Ahnung, so, es gibt ja auch T-Online oder so, wo man mal was nachlesen kann, aber es ist halt sehr viel Politik und so Sachen, die ich halt in meinen Themen halt meiden möchte, weil es bringt nichts, weil ich über Politik rede, einmal, weil ich null Ahnung von Politik habe und mich das Ganze eigentlich ein Scheiß interessiert, ich weiß halt so ein paar Sachen, die mir im Unterricht dann irgendwie beigebracht wurden, weil ich dann gerade nicht gepennt habe, aber ich kenne mich damit halt nicht aus, ich habe dazu auch eigentlich soweit keine eigene Meinung und Politik interessiert mich halt so null. Dann steht da viel über Sport und sowas. Wie gesagt, Sport ist immer so eine Sache, darüber zu reden, weil einmal interessiert es nicht jeden, weil es ist relativ vielen Leuten scheißegal. Also ich zum Beispiel gucke auch keinen Sport, mach keinen Sport, guck keinen Sport. Reicht, also E-Sport natürlich, ne, easy. Counter-Strike ESL, bin am Start. Nee, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, keine Ahnung. Es ist halt schwer, Themen zu finden. Und vor allem, wo man Themen findet. Es ist halt leichter, wenn man mit mehreren Leuten redet. Weil mehr oder weniger rede ich jetzt ja mit mir selber. Also ich erzähle ja was über ein Thema und kann zum Beispiel nicht diskutieren oder sowas, wo man halt in ein Gespräch weit reinkommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Ark oder Minecraft oder The Forest oder sonst was aufgenommen haben, hatten wir ein Thema und jeder hatte so seine Meinung dazu, haben wir unsere Meinung dazu erzählt, haben darüber diskutiert. Da konnte man vielleicht auch so Sachen wie Sport und Politik reinbringen, weil man dann einfach mehrere Meinungen hatte und es nicht so ist, dass ich jetzt sage, das und das ist so und ja, vielleicht falsch rüberbringe und dann heißt es nachher, ja, hier, du hast voll die scheiß Meinung und was versuchst du denn mir die unterzujubeln oder sowas? Wie gesagt, ne, deswegen versuche ich so Meinungssachen immer so ein bisschen zu meiden. Außer wenn man in der Gruppe ist, das ist wieder leichter. Wenn man allein ist, ist das halt so eine Sache, weil ich rede jetzt die ganze Zeit mit mir selber. Das ist also mit meinem Mikrofon und das antwortet halt nicht. Deswegen ist das immer ziemlich schwierig. Das ist dann in Streams wiederum geil, weil da kann man einfach ein Thema besprechen und dann kann man da stundenlang drüber labern. Auch mit den Zuschauern darüber diskutieren, vielleicht darüber reden und so weiter. Und ja, so Sachen wie Politik und so spreche ich halt nicht gerne an, einmal weil ich da keine Ahnung von habe, weil es mich selber auch kaum interessiert. Man sollte natürlich immer über Sachen reden, die einen interessieren. Und vor allem auch, weil man irgendwie keine Witze darüber machen kann, ne? Also, keine Ahnung, wenn ich irgendein Thema habe, versuche ich darüber auch vielleicht mal einen Witz zu reißen und sowas. Und über Politik, was willst du da für Witze bringen, ne? Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist immer so ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ich muss mir wahrscheinlich mal eine neue Quelle raussuchen. Vielleicht mehr aufs Internet selber eingehen, so Sachen wie Tanzverbote oder sowas, da kann man ja auch stundenlang drüber labern. Dann muss ich da halt wieder aufpassen, dass ich da nicht zu sehr in diese Meinungsgeschichte reingrätsche und da irgendwelchen Fanboys oder Fangirls ans Bein pisst, das ist dann auch wieder doof. Weil wenn ich dann die ganze Dagi B Community am Arsch hab, die ganze dritte Klasse hasst mich dann, das ist nicht ganz so nice. So. Will nicht allzu sehr abbremsen, weil ich habe hier 12 Tonnen oder was auch immer das waren, ich weiß das nicht mehr genau, hier hinten dran am Arsch und wenn ich hier nicht schnell genug hochkomme, dann bleibe ich stehen, das ist doof. Dann gibt der Stau. Ey, das ist nicht wahr, Alter, wir bauten so scheiß Straßen, Mann. Guckt euch das an, wir bauten da eine scheiß Laterne so nah an den Straßenrand hinter. Hier, 10 cm reicht doch voll ganz außen, so eine scheiß Kurve, wo jeder mögliche LKW lang muss, ey. Nicht ganz 2 Meter breit und dann direkt so eine scheiß Laterne am Wegrand stehen. Kann wohl nicht angehen. So, wir müssen auch 42 Kilometer fahren. Wir haben noch 38 Minuten Zeit. Habe ich 32 gesagt? Ich weiß das gar nicht. Jetzt habe ich noch 37 Minuten auf jeden Fall. Ja. Ne, wie gesagt, so ein Thema finden ist nicht ganz so einfach. Und wenn einem Thema fehlt, ist das auch ziemlich doof. Wie jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich das Thema, was ich eigentlich geplant habe. Oh, ich muss mal Lichter machen. Schneller durchgehauen, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass ich da mehr drüber labern kann.
Ja, und jetzt habe ich noch die restliche Tour und so, wo ich halt nichts zu sagen, also kein Thema vorbereitet habe. Und da muss ich ein bisschen improvisieren. Ich könnte euch etwas vom Stream erzählen letztens. Ich habe nämlich letztens mit Unri gespielt. Unri King, glaube ich. Ich kenne seinen Namen gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er Stefan. Das ist ein echt cooler Dude. Er hat gestreamt und ich war in seinem Stream-Chat, habe ein bisschen mit ihm gequatscht im Chat und mit seinen Jungs, die gerade da am Start waren. Und das war nachher total witzig. Er hat nicht allzu viele Zuschauer gehabt, so wie ich halt in den Streams auch nicht. Nachher haben wir die ganze Zeit Flachwitze gerissen und sowas. Und später bin ich dann zu den Jungs auf den TS gegangen und habe ein bisschen mit denen mitgezockt, weil im Chat die ganze Zeit ist halt immer, ja, schwierig, wenn man sich gegenseitig Witze erzählt, weil das immer so versetzt ist. Dann, was weiß ich, was macht ihr, wenn euch ein weißes Gebiss in der Nacht hinterherläuft und dann, ja, weiß nicht, was passiert denn dann? Und dann schreibt sie Antwort, es kommt erst eine halbe Stunde später an. Man dreht sich um und haut dem Neger in die Fresse. Das ist halt, ne? Ist ein bisschen doof. Da haben sie mich auf den TS eingeladen, beziehungsweise habe ich die gefragt, ob ich auf den TS kommen kann. Und ja, das war nachher ganz witzig. Wir haben nachher als live gespielt und haben da in so eine RP-Aktion gestartet. Wir haben am Pfirsichfeld, wer als live kennt, Kavala Pfirsichfeld, haben wir so einen kleinen Auffahrunfall simuliert und haben uns dann quasi darum gestritten, wer jetzt schuld war. So gesehen hatte ich Vorfahrt, also Stefan hatte halt Schuld. Aber weil ich dann die ganze Zeit die Cops mit so ein bisschen RP angepöbelt habe, weil ich habe nämlich gesagt, in der Tira gibt's eine große Premium-Pizza mit extra Käse und Mais umsonst, weil ich Premium-Mitglied bin, das habe ich halt so ein bisschen gepöbelt und ja, dadurch ist die ganze Aktion dann zu 1,5 Stunden geworden. Ja, das war nachher total witzig. Ich denke, dazu kommt auch noch ein Video. Ich weiß nicht, Stefan wollte das Ganze highlighten. Er hat ja gestreamt, ich habe nicht aufgenommen. Und der Cop hat auch noch mit aufgenommen und der hat das, glaube ich, auch gestreamt, ich weiß es nicht. Und wir haben noch mit denen gequatscht. Jedenfalls, wenn ja, wenn ich da noch drankomme, dann gibt es auf jeden Fall dazu noch ein Video, weil das war echt witzig. So aus so nix eigentlich ist so total die geile Aktion entstanden. Das war echt cool. Ja, keine Ahnung, das ist so aus nix entstanden. Wir haben gesagt, ja, lass mal RP machen. Und dann ist das dabei rausgekommen. Wir haben es jetzt gleich geschafft mit unserer Tour hier. Oh, jetzt haben wir hier die rote Welle, oder was? Muss ich hier runter? Nee. Theoretisch wird bald auch der American Truck Simulator kommen. Das ist quasi der Euro Truck Simulator in Amerika. Weiß nicht, ich fand, der sah ganz nice aus. Vielleicht lege ich mir den auch nochmal zu. Dann kommen da auch mal ein paar Parts von. Ich habe geguckt, meine Sniper Ghost Warrior, mein Safe Game ist auf jeden Fall nicht mehr zu retten. Da muss ich das also von selbst wieder neu spielen. Alter, was das für eine Auffahrt. Ach, scheiße, ich kann nicht mal zurücksetzen jetzt gerade. Oh, wie mache ich das jetzt? Habe ich da noch Platz? Ja. Oh, scheiße. Nee, das gebe ich nicht so ab. Ach du Kacke, wie komme ich denn hier jetzt? Ja, muss ich nochmal. Ich muss zurücksetzen, geht aber nicht anders. Ich hoffe mal, da ist jetzt keiner, aber da war eben einer. Ich hoffe mal, der ist irgendwie vorbei oder so. Haben wir ein Stück zurück. Okay, das ist auf jeden Fall ein Auto. Der hinter mir steht einer, okay. Ein Stück kann ich gleich noch zurück. Warte mal, komme ich hier wieder raus? Dann drehe ich mal um und dann fahre ich von der anderen Seite ran. Das müsste passen. Den Spiegel abfahren, so. Drehen wir mal hier vorne irgendwo um. Die Ampel ist ausgefallen, okay. So, dann drehen wir hier mal fix um. Das war zu knapp hier. Ja, das schaffen wir, glaube ich. Jo, easy. Und dann fahre ich mal von der Seite rein, weil ich dann einen größeren Kreis habe zum Wenden. Ja, dann sieht das doch gleich ganz anders aus. Das ist dann easy schon fast. So. Weil dann kommen wir nämlich gerade hier durch. Oh, nicht so schnell. Ja, aber das passt. Perfekt. Ja, wer baut denn so einen Betriebshof oder so eine Entladestelle an so eine enge Scheißabfahrt, Alter? Amsterdam, er kann ihn ja nicht angehen. So, Rückwärtsgang rein.
Gut, man kann, wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat, da reinzufahren, da vorne direkt abgeben. Dementsprechend ist das natürlich... Aber wir wollen es ja möglichst realistisch, deswegen, ich will auch diese ganzen Touren immer selber quasi wegbringen. Weil, keine Ahnung, das gehört irgendwie dazu, weil wenn ich es mir zu einfach mache, ist es ja auch langweilig. Weil das hier ist echt scheiße, ist gerade einzufahren, da ist ein Leerlauf drin. Wir fahren mal ein Stück vor und dann mache ich das auch mit der kleinen Knicks. So. Dieser Spiegel ist echt praktisch, aber den hätte ich glaube ich teilweise echt ein Problem. So, erstmal ganz einknicken. Na, das war schon wieder zu weit schon. Das sehe ich doch so direkt. Ich hoffe mal, hier vorne kommt jetzt nicht direkt was. So. Rückwärtsgang. So, direkt. Na, was. Bisschen weit hier sogar noch, ne? Und sogar noch ein bisschen. Scheiße, ich sehe nichts. Das passt nicht. Oh, wenn ich jetzt den Anhänger wieder gerade bekomme, irgendwie. Oder auch aufpassen, hier vorne ist direkt die Wand. Ein bisschen vor komme ich noch. Oh, das habe ich ja richtig gefailt, Alter. Kann ich denn das jetzt noch? Warte mal, ich kann vielleicht so irgendwie. Muss den irgendwie da raufgeschoben bekommen. Ich bin auch keine Pussy. Ich schaff's auf irgendeinen scheiß LKW einzurangieren. So, wieder nach vorne. So, hier rum. Zack, das reicht. Ja, das sieht auch schon gut aus. Ja Leute, das war Part 5 vom Euro Truck Simulator. Wenn ihr Spaß hattet, dann lasst doch vielleicht eine kleine Bewertung da und zeigt mir das theoretisch mit einem Daumen nach oben oder sagt mir einfach mal in den Kommentaren, was nicht so nice war. Dann kann ich das beim nächsten Mal verbessern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder und bis dahin. Tschüss.